einen Rahmen zu schaffen, in dem alle Mitarbeiter dieses Unternehmens hier ihre eigenen Ideen, ihr eigenes Wissen, ihre eigene Erfahrung einbringen können und wir gemeinsam dieses Unternehmen tragen und entwickeln. Ich bin Hato Nordek, der Geschäftsführer von Nordek IT und Consulting, und das hier ist unsere Agenda. Stellen vor, was ist OKR, Objectives and Key Results? Ich und Jascha, wir erzählen jeweils aus unseren eigenen Perspektiven über die Frage, wie war der Einführungsprozess von Objectives and Key Results bei uns, bei Nordek IT und Consulting. Dazu muss man sagen, wir sind noch in diesem Einführungsprozess und haben erst die erste Iteration hinter uns gebracht und erzählen euch sozusagen live aus unseren unfertigen Herausforderungen heraus, wie ihr hier mitbekommt und miterlebt. Und wir präsentieren euch also keine Lösungen und sagen euch nicht, wie es geht und wie ihr es machen sollt, sondern geben euch einfach einen Erfahrungsbericht, wie es bei uns funktioniert und was auch schwierig ist, was unsere Herausforderungen sind und was auch nicht funktioniert, was von dem, was wir bisher wissen. Das Ganze bringe ich in den Zusammenhang mit Flight Level 3 als Strategieprozess. Zeige nochmal die Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf, die ich bisher erlebt habe. Und dann bringen wir noch ein Beispiel aus einem Kundenprojekt, weil Jascha auch als OKR-Beraterin bei einem Kunden ist von uns. Und damit übergebe ich jetzt mal an Jascha, weil die fängt heute an. Ja, Hato hat mich ja schon vorgestellt. Ich bin Jascha, ich bin Agile Coach bei Nordek und habe jetzt unter anderem die OKR-Einführung bei einem großen Konzern begleitet. Und die erste Frage ist, auf die ich jetzt gleich eingehe, ist, was ist OKR? Und ganz kurz gefasst ist OKR ein Framework, um Visionen umzusetzen. Und bevor ich da näher drauf eingehe, würde ich einmal ganz kurz was zu der Historie von OKR sagen. Wo kommt es eigentlich her? Ich weiß, die meisten kennen es wahrscheinlich von Google. Tatsächlich ist es aber schon ein Ursprung hat es 1954 von Peter Drucker, ich weiß es gerade nicht, Management by Objectives, MBO. Das ist unter anderem, von dem kommt unter anderem die SMART-Formulierung von Zielen, das kennen ja die meisten. Dann als nächstes gab es Andy Grove, der hat OKR bei Intel eingeführt. Und zwar in einer Krise, wo Intel sich gegen einen Konkurrenten durchsetzen musste, hat Andy Grove OKR eingeführt und hat damit sozusagen Intel wieder voll auf den Markt gebracht und hat ein Buch geschrieben, High Output Management. Daher kennen viele OKR. Und 1999 hat John Doerr dann OKR bei Google eingeführt. Daher kennen es ganz viele. Google ist ein bisschen was Besonderes, weil tatsächlich gab es da nie eine OKR-Einführung, weil die haben direkt mit OKR gestartet. Also die haben schon immer mit OKRs gearbeitet. Und jetzt gibt es OKR weltweit, alle Branchen, alle Größen. Das ist ein bisschen die Historie. Dann nochmal zur Frage, was ist OKR? OKR ist ein Framework, um Visionen umzusetzen. Wie macht es das? Zum einen wird die Vision schrittweise in greifbare Ziele umgewandelt. Und dann gibt es eine Iteration, wo in kurzen Iterationen tatsächlich messbare Ergebnisse produziert werden. Das wäre die Kurzform. Nochmal ein bisschen länger. Habe ich eine Vision? Also das Unternehmen hat eine Unternehmensvision und dann wird der Fokus gesetzt auf, was wollen wir im nächsten Jahr konkret umsetzen, welche Jahresziele haben wir, die auf diese Vision einzahlen. Das ist die Grundlage und dann an dem Punkt setzt das OKR-Planning ein. Und einmal zum Verständnis, so die Grundlagen sind, beim OKR-Planning passiert Folgendes, da werden einmal Objectives formuliert und das sind die noch kürzeren Ziele als die Jahresziele. Das heißt, dieser Zyklus fürs OKR dauert 3 bis 4 Monate. Das heißt, die Objectives sind die Ziele für 3 bis 4 Monate, die dann wiederum auf die Jahresziele einzahlen. Zum Verständnis, Objective was? Zeitraum von 3 bis 4 Monaten. Qualitative Ziele. Und um sie umzusetzen,
gibt es dann die Kiwisalz. Das ist das Wie. Und das sind dann im Endeffekt die quantitativen Ziele. Und der Unterschied zwischen Kiwisalz, also ein großer Unterschied ist, die Kiwisalz sind messbar, auf jeden Fall messbar, damit man hinterher sagen kann, habe ich es erreicht, habe ich es nicht erreicht, zu wie viel Prozent habe ich es erreicht. Und Objectives sind nicht unbedingt messbar. Um das nochmal besser verständlich zu machen, würde ich jetzt direkt einmal auf das Beispiel von Nordek gehen, weil so ist es sehr, finde ich, ist total schwer greifbar. Das heißt, ein Jahresziel von Nordek nach dem ersten Planning bei der ersten OKR-Iteration war, die Nordek-Akademie ist als der Spezialist für agile Aus- und Weiterbildung bekannt und wird gerne gebucht. Also das ist das Jahresziel. Ein Objective, man sagt maximal, wenn möglich, drei Objectives. Ein Objective ist, wir erhalten mehr Buchungsanfragen unseres Seminarangebotes, als wir umsetzen können. Das heißt, das ist das, was im OKR-Planning passiert, das ist das Objective. Und auf dieses Objective zahlen maximal 3 bis 4 Kiwisalz ein. Und die Idee ist, wenn ich alle Kiwisalz erfüllt habe, dann ist das Objective umgesetzt. Also möglichst in den 3 bis 4 Monaten. Hier als Beispiel waren die Objectives, 3 HR-Meetups haben stattgefunden, je 5 akquirierte Firmenseminare zu Scrum und Kanban und OKR, 25 neue Kontakte zur Zielgruppe in LinkedIn und Xing. Das ist im ersten Planning passiert. Und dann, ich muss das mal ein bisschen höher, mache ich das mal so. Dann ist es so, dass es ein Zyklus ist, steht ja auch schon so schön drüber. Das heißt, es gibt das OKR-Planning, dann gibt es in diesen 3 bis 4 Monaten jede Woche ein Weekly. Also das ist empfehlenswert auf jeden Fall, um das Tracking zu behalten. Wie kommen wir voran? Schaffen wir das? Was gibt es für Hindernisse? Ist unsere Einschätzung noch realistisch? Was müssen wir anpassen? Also damit es in diesen 3 bis 4 Monaten weiter angepasst wird. Am Ende gibt es eine OKR-Review. Das heißt, es gibt einen Rückblick auf die erreichten Ziele, also fachlich. Was haben wir wirklich erreicht? Was haben wir umgesetzt? Und dann gibt es die Retrospektive. Da wird auf, wie haben wir es umgesetzt? Da wird geguckt, so wie wir das machen, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Müssen wir was am System anpassen oder können wir so weitermachen? Und dann gibt es das nächste Planning. Das heißt, es ist ein, das kennen ja viele, auch wieder ein Kreislauf, der sich immer wiederholt. Das heißt, es hat von diesem Bild her ziemliche Parallelen zu vielen anderen agilen Frameworks. Es gibt ein Weekly, Review, Retro und dann geht es wieder von vorne los. Genau, ich würde jetzt einmal so ein bisschen aus meiner Perspektive als Mitarbeiterin, als Teammitglied bei Nordek erzählen, wie habe ich diese erste OKR-Einführung erlebt, also nicht als Beraterin, sondern als Teammitglied. Konkret war es so, dass Hatto hat eine Vision erarbeitet, im Sparring teilweise auch, und hat diese Vision präsentiert und Jahresziele. Auch da gab es wieder ein Sparring teilweise und wir haben dann bei einem OKR-Planning in den Teams Objectives und Kiwisalz erarbeitet, die auf die Jahresziele einzahlen. Und was ich als Teammitglied total beeindruckend fand, war, dass es wirklich so war, dass diese Vision und die Jahresziele so, also relevante Ziele waren. Also das heißt, das sind Ziele, wo ich sagen würde, ja, die will ich wirklich erreichen. Und dadurch hat dieses OKR-Planning, wo man sagt, okay, was mache ich denn, was darauf einzahlt, hat dadurch eine totale Energie bekommen. Das heißt, wir haben in diesem Planning die Objectives und die Kiwisalz erarbeitet. Und dann ist es so, dass für die Umsetzung, für die ganz konkrete Umsetzung, kommen dann noch To-Dos dabei raus, die dann umgesetzt werden müssen. Und bei uns, also bei Nordek, ist es so, dass wir die Umsetzung der To-Dos in den Teams in Kanban machen. Also das heißt, die To-Dos kommen in Backlog und dann gibt es Kanban-Boards und dann werden die Sachen umgesetzt. Habe ich was vergessen, Hatto? Nee, super. Dann würde ich an dem Punkt jetzt wieder an dich übergeben. Ja, danke. Also,
Meine Rolle hier ist, jetzt aus der Perspektive des Geschäftsführers zu berichten, wie ich diesen Prozess erlebt habe. Also ich möchte euch nicht mit irgendwelchem theoretischem Wissen vollreden, das könnt ihr gerne irgendwo nachlesen, sondern ich möchte euch meine persönlichen Erfahrungen innerhalb dieses Prozesses mitteilen und die mit euch teilen. Das Ganze ging für mich los auf einer Retrospektive, die wir hier in diesem Raum 2018 gemacht haben, im November 2018. Und zwar war das eine Office-Retro, wo unser Büroteam teilgenommen hat. Das heißt, das war keine Firmen-Retro, wo das gesamte Firmenteam dabei war, sondern wirklich nur die Leute, die jeden Tag hier im Büro arbeiten, in der Administration. Und ich habe das mehr aus so einer Haltung heraus gemacht, ja, ist wichtig, Retrospektiven braucht man und weiß ich ja und deshalb machen wir jetzt eine. Und dann wollte ich auch noch, dass eine Trainerin Retrospektiven moderieren lernt und zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, die sollte das lernen, dann kann sie es an uns üben und die dürfte das dann mit uns machen. Und ich habe ehrlich gesagt nicht so viel davon erwartet. Ich habe gedacht, okay, Office-Team, was kann da rauskommen? Vielleicht wollen wir hinterher eine neue Kaffeemaschine haben. Oder sowas. Ich wurde dann ziemlich überrascht, weil hier seht ihr zwei Original-Flipcharts aus, also die Retrospektive hat halt Themen gesammelt, Gather Data etc., das kennt ihr wahrscheinlich. Und dann mit der 5-Why-Methode wurde nach den Hintergründen geguckt. Und zwei kleine Gruppen haben nach Ursachen gesucht für die Symptome, die schlecht laufen. Symptome waren, manchmal gibt es Unklarheit, das wurde hoch priorisiert und es gibt zu wenig Platz im Büro. Und beide Teams sind im Endeffekt auf das Ergebnis gekommen, dass die Vision des Unternehmens unklar ist. Und dann saß ich da, hier im Raum und alle Finger zeigten sozusagen auf mich und ich wusste, das ist meine Verantwortung als Geschäftsführer, die Vision zu klären. Und ja, eine neue Kaffeemaschine wäre einfacher gewesen und deshalb habe ich mir aber das Thema angenommen und mir war klar, ich habe da was zu tun. Dann ging die Reise los, nämlich für erstmal die Frage, was ist eigentlich meine Vision? Die heutige Sendung wird euch präsentiert von Nordec und Ose. Nordec bietet regelmäßig zertifizierte Ausbildungen zum OKR-Coach an. Dabei lernst du praktisches Handwerkszeug, bekommst praxisnahes Wissen und am Ende ein Zertifikat. Die Nordec-TrainerInnen bringen umfangreiche OKR-Erfahrungen sowohl aus Konzernen als auch kleinen und mittelständischen Unternehmen mit. Mehr Infos gibt es unter www.nordec.net. Ose bietet Seminare, Trainings und Workshops an und unterstützt die kniffligsten Projekte seit über 20 Jahren mit größter Begeisterung. Beim Kunden vor Ort, online oder auf dem eigenen Ose-Campus im Hamburger Schanzenviertel. Ose schafft Wissen und Können, macht neugierig und inspiriert. Mehr Infos gibt es unter www.ose.de. Und ich habe So im ersten Moment denke ich, ja klar weiß ich, was ich will und wo ich hin will und warum ich das alles mache. Aber in dem Moment, als ich angefangen habe, das aufzuschreiben, ist mir das sehr schwer gefallen. Dann habe ich mir erstmal einen Coach dazu geholt und bin dann mit dem durch den Prozess gegangen. Und wir hatten noch der hat mir die Frage gestellt, wo siehst du das Unternehmen in 5 Jahren? Und dann habe ich angefangen, so eine Mindmap zu bauen, so was in 5 Jahren alles sein könnte. Diese Mindmap hatte dann irgendwann 70 Arme und dann habe ich Mitte letzten Jahres auf einer Firmenveranstaltung ganz stolz diese Mindmap präsentiert und gesagt, so in 5 Jahren könnte das alles passieren. Vielleicht haben wir hier Offices in New York oder in Berlin oder in München und vielleicht sind es auch 2 Firmen und vielleicht sind wir 100 Leute und vielleicht teilen wir die Softwareentwicklung von der Beratung. Und also ich war echt engagiert. Habe richtig viele Ideen produziert auf dieses Problem. Wir haben keine Vision und das Ergebnis war, dass die Mitarbeiter da saßen und gedacht haben, der hat eine Macke. Also ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, vielleicht habt ihr es nicht wirklich gedacht, aber das Problem war, die Frage nach der Vision war die Frage nach Orientierung, nach Klarheit, nach Fokus. Und das, was ich gemacht habe, war, ich habe einen riesen Lösungsraum aufgemacht und noch mehr verwirrt.
Das heißt, das hat eigentlich sehr schön dargestellt, wie das Problem habe ich eigentlich noch schlimmer gemacht, indem ich noch mehr Ideen, noch mehr Lösungsmöglichkeiten, noch mehr Varianten ins Spiel gebracht habe. Und das ist halt was ich gut kann. Ne? Also ich kann, das ist so, also ist das Unternehmen auch gewachsen. Ich habe gute Ideen, ich bin kreativ und das funktioniert auch. Wenn ich ein Problem habe, werfe ich Ideen da drauf und dann passiert was. Das Problem ist, das funktioniert nicht so gut für meine 30 Mitarbeiter. Weil die fragen sich dann immer so, die haben schon Angst, mit welcher Idee ich am nächsten Tag um die Ecke komme. Und das ist zumindest meine Wahrnehmung. Und im Sinne meines eigenen Zieles, ein selbstorganisiertes Unternehmen zu schaffen, sehe ich es auch von meinem Anspruch her nicht als meine Rolle, der einzige Ideenmotor dieses Unternehmens zu sein, sondern im Gegenteil, mein Wunsch ist, einen Raum zu schaffen, einen Rahmen zu schaffen, in dem alle Mitarbeiter dieses Unternehmens hier ihre eigenen Ideen, ihr eigenes Wissen, ihre eigene Erfahrung einbringen können und wir gemeinsam dieses Unternehmen tragen und entwickeln. Dann kam aus der Mitarbeiterschaft, aus unserem Strukturteam, was sich um Prozesse im Unternehmen kümmert, der Vorschlag, lasst uns doch mit OKR beschäftigen. Lasst uns OKRs einführen. Ich habe mir das angeguckt, habe gedacht, ja, macht Sinn, verstehe ich, ist eine agile Methode, ein agiles Framework und erinnert mich an Flight Level 3. Ich hatte sowieso immer mal im Kopf, dass wir das machen könnten und diese Idee, Ziele zu setzen und darüber einen Rahmen zu stecken und einen Raum aufzumachen, dadurch, dass alle sich an diesem Ziel orientieren können, das hat mir eingeleuchtet. Und dann selber entscheiden können, wie sie dahin kommen wollen. Also fände ich es sehr bestechend, auch als agile Führungsmethode zu sagen, wir stecken einen Raum, einen Rahmen der Selbstorganisation ermöglicht, dadurch, dass wir ein inhaltliches Ziel vorgeben. Nicht nur dadurch, dass wir Aufgaben und Tasks organisieren und Sprint-Backlogs abstimmen oder sowas, sondern nur das Ziel definieren. Fand ich eine echt inspirierende Idee und habe gedacht, klar, verstehe ich, finde ich super, machen wir. Habe ich mir einen Coach gesucht, extra für OKR. Auch, weil uns klar war, das geht nicht von innen heraus. Also ich hätte auch Jascha fragen können, die ist ausgebildete OKR-Masterin und echt ein guter Coach, die ich sehr schätze. Aber uns war auch klar, sie kann das nicht mit mir umsetzen. Von innen heraus kriegen wir so einen großen Veränderungsprozess nicht umgesetzt. Deshalb hat sie mir einen ehemaligen Kollegen von sich empfohlen, der das dann als Externer mit mir durchgeführt hat. Und dann hat der mit mir daran gearbeitet, erstmal die Vision zu formulieren. Und dann bin ich natürlich auf genau die Herausforderungen gestoßen worden, die dem ganzen Problem zugrunde liegen. Nämlich, dass es mir total schwer fällt, mich festzulegen und konkret und verbindlich zu sein und zu sagen, genau das will ich. Und ich will, dass wir unsere Tätigkeiten daran ausrichten, genau das zu erreichen. Und weil das hat in mir so das Gefühl von Kontrollverlust ausgelöst. Weil ich das Gefühl hatte, dann kann ich ja nicht mehr spontan reagieren. Dann kann ich ja nicht mehr auf sich ändernde Realitäten am Markt mich einstellen, wenn ich mich festlege. Also, und das ist auch genau das Ding, also es ist so diese typischen gelernten Verhaltensweisen, möglichst alles unverbindlich und zu sagen, da bin ich jetzt nicht stolz drauf, aber ich habe gemerkt, dass ich das selber mache, dass ich gerne Dinge blumig formuliere und möglichst unkonkret lasse, sodass es mir Optionen offen lässt. Scheint clever, ist es aber nicht, weil es eben nicht konkret sagt, worum es eigentlich geht, was ich eigentlich wirklich will, weil ich mich auch davor drücke, das zu entscheiden. Und da hat dieser externe Coach mich einfach total auf den Pott gesetzt, weil er gesagt hat, so, nee, das ist keine Vision, Hatto, das ist austauschbar, das kannst du jedem geben. Jedes Unternehmen will Geld verdienen. Geld verdienen ist keine Vision. Du musst genau sagen, was du machen willst, was du inhaltlich, ein inspirierendes Ziel vorgeben, was dich inspiriert und was deine Mitarbeiter inspiriert, damit sie wissen, wo die Reise hingehen soll. Ja, also der Prozess war deutlich schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe.
und ging dann weiter im nächsten Schritt. Dann haben wir Missionen definiert für die verschiedenen Geschäftsbereiche und dann haben wir Jahresziele definiert. Und dieser ganze Prozess hat, glaube ich, ein halbes Jahr gedauert. Und ich habe zwischendurch bestimmt dreimal, war ich kurz davor, das wieder zu stoppen und die Flinte ins Korn zu werfen. Weil es mich echt ans Limit gebracht hat. Also ich habe ein paar Mal echt gedacht, so, wenn das so kompliziert ist, dann will ich das alles nicht. Und es funktioniert doch, wie es funktioniert. Und es hat halt wirklich bestimmte Herangehensweisen von mir in Frage gestellt und andere Herangehensweisen erfordert. Und an der Stelle war es einfach sehr, sehr wichtig, dass ich diesen externen Coach dabei hatte, der dann mich immer wieder auf die Punkte zurückgebracht hat und dann auch irgendwann mal gesagt hat, ey Hatto, das ist gut, jetzt müssen wir das auch einfach mal ausprobieren und vertrau drauf, dass das funktioniert. So, und dann könnte ich auch nur aus meinem theoretischen Wissen aus anderen agilen Methoden sagen, ja, okay, stimmt, irgendwann muss man Sachen auch einfach machen und ausprobieren, dann lass uns das jetzt machen. Hat sich aber nicht so angefühlt, sondern ich hatte echt das Gefühl, ich weiß gar nichts, es ist alles, und das war schrecklich, also das war echt bitter. Okay, und die Vision, wir sind, wir haben dann irgendwann so eine Vision formuliert, ich stelle euch die jetzt einmal vor. Wir möchten eine Arbeitswelt, in der Menschen sinnstiftend, selbstbestimmt und eigenverantwortlich arbeiten, mit ihren Stärken gesehen werden und ihr persönliches Potenzial ausschöpfen können. Klingt jetzt nicht so kompliziert, aber wie gesagt, war viel mehr Arbeit, als ich gedacht habe. Ich kann einfach kurz einmal ergänzen. Ja. Als die Vision, als du die vorgestellt hast, war es halt wirklich so, dass alle gesagt haben, jo, geh ich mit, will ich auch, stimmt. Das fand ich schon echt cool. Also so nochmal so als Ergänzung aus der Teamperspektive. Das stimmt, das war auch irgendwie ein bewegender Moment wieder so, das so zu merken, so okay, alle stehen dahinter. Ja. Und da können sich alle mit identifizieren. Und das war auch das, was mir am meisten Stress gemacht hat, dass ich gedacht habe, Mist, wenn ich jetzt genau sage, was ich will, dann sage ich auch, was ich nicht will und schließe auch unter Umständen andere Leute aus. Also ich war an diesem Punkt, dass mir klar wurde, okay, ich muss bereit sein zu sagen, was ich will. Und das heißt auch, ich bin bereit zu sagen, dass es auch für Leute, die sich mit dieser Vision nicht vereinbaren können, der Weg nicht weitergeht zusammen. Und das erfordert halt auch Mut. So, das natürlich will ich erstmal alle beisammen halten und es irgendwo auch allen gerne recht machen. Das ist irgendwie so ein Ding von mir. Aber darum geht es halt nicht mehr. Damit kam ich halt nicht weiter, mit dem es allen recht machen wollen, sondern jetzt ging es darum, Entscheidungen zu treffen und dafür auch einzustehen. Mit den Konsequenzen, die das hat, im Positiven oder Negativen. Aber also für mich, weshalb ich diesen Prozess durchgehalten habe, sage ich mal, es hat halt zwei starke Motivationen gegeben. Zum einen wusste ich, für diese Größe, die wir erreicht hatten und für meine Mitarbeiter funktioniert der alte Führungsstil nicht mehr, den ich vorher gelebt habe. Und das andere war, dass ich wirklich diese Idee auch als eigene Vision verstanden habe und annehmen konnte und gesagt habe, so, da ist an dieser Idee wirklich was sehr, sehr Geniales, über ein inhaltliches, fachliches Ziel einen Rahmen zu stecken, an dem sich alle orientieren können. So, das ist finde ich, einfach einen sehr, sehr guten Gedanken, weil das unglaublich skaliert und Raum aufmacht über eine ganz andere Form von Rahmen als das, was ich aus Kanban oder Scrum kenne. Ich will das jetzt nochmal grundsätzlich auf beschreiben, was eigentlich der Unterschied ist. In OKR geht es darum, Auswirkungen zu beschreiben, ein Outcome zu beschreiben, wo man hin möchte. Es geht nicht darum,
als Führungskraft direkt Ergebnisse zu formulieren, die man haben will. Man sagt da auch, es ist der Change von einem Output-Manager zu einem Outcome-Manager. Und der Outcome-Manager beschreibt eben nicht die Ergebnisse, die er sehen will und schon gar nicht den Weg, wie man da hinkommt, sondern der beschreibt nur das, was er damit erreichen will und macht den Raum auf dafür, dass da andere sich Gedanken machen können, wie erreichen wir das? Mit welchen Zielen kommen wir dahin? Und mit welchen Schritten erreichen wir diese Ziele? Und dieser Change von Output zu Outcome Manager ist halt extrem schwierig, weil viele Führungskräfte und Manager an ihre Position gekommen sind, weil sie sehr gute Output-Manager sind. Ich selber auch. Das, was ich gut kann, das ist halt Komfortzone und damit war ich, das hat mich erfolgreich gemacht. Und dann zu sagen, davon verabschiede ich mich, ich mache das jetzt anders, das hat schon eine große Paradoxie. Und weil ich wirklich Dinge, ja, die mich 10 Jahre lang erfolgreich gemacht haben, anfange umzustellen und anders zu machen. Und das sind natürlich unglaubliche Widerstände auch in mir, wo ich denke, so kann das alles nicht funktionieren und auf gar keinen Fall. Und was passiert, wenn ich das so mache? Also was da alles abging, ein Kopfkino, war echt spannend, muss ich sagen. Also warum sollte ich was ändern, was bisher gut funktioniert hat? Und ein krasseres Verlassen meiner Komfortzone habe ich im beruflichen Umfeld noch nie erlebt, muss ich ehrlich sagen. Und da war es sehr, sehr hilfreich und wichtig, diesen externen Coach dabei zu haben. Der hat da einiges aufgefangen und gesteuert und ist damit umgegangen und konnte damit auch umgehen. Das halte ich aber, als ich mich auf den Weg gemacht habe oder wir uns auf den Weg gemacht haben, hätte ich das im Leben nicht gedacht. So, ich wollte noch den Bogen schlagen zu Flight Leveln. Ja, warum hat das, was hat das für mich eigentlich miteinander zu tun? Die meisten von euch kennen sicherlich das Flight Level Modell von Klaus Leopold mit der Grundfrage, auf welcher Ebene einer Organisation ist welcher Hebel für welche Art von Veränderung. Und wir haben auf Flight Level 1 die operative Ebene, wo Teams operativ arbeiten, auf Flight Level 2 die Koordinationsebene und auf Flight Level 3 ist die Strategieebene, wo die unterschiedlichen Strategien im Unternehmen zusammenlaufen, koordiniert werden, priorisiert werden und miteinander abgestimmt werden. Und diese Priorisierung ist halt extrem wichtig dabei, denn wenn man Arbeit, die anfallende Menge an Arbeit nicht priorisiert und nicht beschränkt, dann überlastet man ein System. Wenn alle Strategien ungehindert quasi in das System geschüttet werden, dann baden das im Endeffekt die operativen Teams aus, die das nicht alles leisten können. Und dann wird ein System ineffektiv. Und das, obwohl diese Situation, dass man mehr arbeitet hat, als man eigentlich leisten kann, das ist ein gewolltes Problem. Und wenn wir weniger arbeiten hätten, als wir leisten können, dann müssten wir wahrscheinlich Leute entlassen. Also das heißt, ein gesunder Unternehmenszustand, der muss gut gemanagt werden und braucht eine klare Priorisierung auf der Führungsebene. Und meine Idee war halt, wenn wir hier eine strategische Priorisierung brauchen auf Level 3, können wir das mit OKR vielleicht machen. Ich habe darauf noch keine finale Antwort. Ich weiß, dass andere da auch mit experimentieren. Meine bisherigen Erkenntnisse und Antworten dazu sind folgende. Wo ich Gemeinsamkeiten sehe und wo es gut funktioniert aus meiner Sicht, das ist, beide Systeme schaffen Transparenz für bessere Zusammenarbeit und mehr Klarheit. Sie ermöglichen Selbstorganisation, ein bisschen mit verschiedenen Methoden, auf verschiedene Art und Weisen, aber das Ziel ist Selbstorganisation. Sie setzen an der Strategie, wenn ich jetzt auf Flight Level 3 gucke. Sie sorgen für einen Fokus, sie sorgen für klare Priorisierung, sie unterstützen Leadership im ganzen Unternehmen
Also diese Beschreibung des Outcome Managers ist für mich so die schönste Beschreibung einer guten Leadership-Rolle. Und sie betrachten die unterschiedlichen Unternehmensebenen, auf denen Entscheidungen wirklich effektiv sein können. Also aus der Sicht gibt es da viele Gemeinsamkeiten. Aus der Erfahrung, die ich bisher habe, kann ich aber auch mit Nein antworten. Und zwar gibt es da schon auch Widersprüche. OKR zum Beispiel arbeitet mit dem Stretch-Prinzip. Das heißt, es geht darum, sich unerreichbare Ziele zu stecken, um sich selber herauszufordern. Das dürfen die Teams selber setzen, die dürfen sich selber herausfordern und die dürfen auch selber in den Reviews bewerten, war ich erfolgreich oder nicht. Also es ist kein Kontrollinstrument, um zu kontrollieren, haben diese Teams ihre Ziele erreicht. Wer das will, der soll die Finger davon lassen, auf jeden Fall. Also das ist ein Selbstorganisations- und Selbstmotivationsinstrument, kein Kontrollinstrument. Und dieser Stretch, den Gedanken verstehe ich total, der funktioniert auch. Und läuft aber ein bisschen dem typischen Kanban- und Scrum-Prinzip zuwider, wo du bei Scrum immer ganz klar sagen willst, meinen Sprintplan will ich exakt einhalten und wenn ich meine Sprintziele nicht erreiche, dann habe ich ein Problem und gucke, woran es gelegen hat. Bei OKR sagst du, wenn ich meine Zyklusziele erreiche zu 100%, dann habe ich sie nicht visionär genug gesetzt. So, weil dann habe ich mich nicht gut genug herausgefordert. Also Google hat diese 70%-Regel, die sagen, wenn man diese zu 70% erreicht hat, dann gelten die als erreicht. Und alles andere ist halt Stretch-Bereich. Kanban und Scrum als empirische Methode haben halt eine andere Philosophie im Hintergrund. Da wird ganz klar gesagt, es ist nur existent, was wirklich da ist. Wir beschäftigen uns nicht mit irgendwelchen Visionen oder mit Dingen, die es nicht gibt. Sondern nur das ist real, was da ist. Und in OKR guckt man eben gerade dahin, wo ist der Raum, wo wir noch nicht sind, wo wir sein könnten. Also es ist diese explizite Innovationsmethode. OKR fragt, wozu mache ich was? Und Kanban fragt, was mache ich? Hat beides eine Berechtigung. Verschwendung hat mich auch manchmal an meine Widerstände gebracht, aus meinem Kanban-Bewusstsein heraus, weil manchmal haben wir für OKR neue Teams eingeführt, Initiativen eingeführt, die Dinge gemacht haben, die andere Teams auch schon gemacht haben. Das war eine Zerreißprobe für mich, weil ich natürlich immer im Kopf habe, ja, machst du zwei Systeme für dasselbe Ziel, dann hast du Verschwendung und nur noch die Hälfte der Effizienz und fand ich manchmal schwierig, hat aber durch gute Kommunikation trotzdem gut geklappt, muss ich sagen, auch dass wir in verschiedenen Strukturen jetzt an ähnlichen Themen gearbeitet haben. Outcome versus Output. Kanban ist für mich doch eher immer Output-orientiert und guckt genau was, wie viel, wie nacheinander. Und das hat andere Paradigmen, die beiden Methoden. Andere Haltungen erfordern sie auch. Und das ist manchmal schwierig vereinbar, ist mein jetziger Stand der Dinge. Dann ja. Übergebe ich jetzt nochmal an Jascha zurück. Danke. Ich würde jetzt nochmal auf ein Kundenbeispiel bei einem Großkonzern eingehen, wo ich die OKR-Einführung begleitet habe und wo es auch so ein bisschen darum geht, auch dieses Stretch versus Empirisch. In dem Unternehmen, in dem Konzern, den ich begleitet habe, da ist es so, dass die, bevor sie OKR eingeführt haben, haben sie schon Scrum eingeführt. Das heißt, sie haben in den Teams nach Scrum gearbeitet. Und wenn ich irgendwo eine OKR-Einführung begleite, dann ist es dieses, was haben die schon, was ist da, was kann man nutzen? Und in dem Konzern ist es so, die hatten eine Unternehmensvision, die kam von oben, von der Geschäftsleitung. Es gab Jahresziele und dann gab es die Bereichs-OKRs. Das heißt, hier haben die Teamleiter und die Bereichsleiter
der Bereiche zusammen die Objectives und Key Results für den Bereich in einem Planning erarbeitet. Und es gab ein zweites Planning für die Teams, wo dann der Teamleiter, der in diesem Planning mit drin war, in die Teams gegangen ist und mit denen die Objectives und Key Results erarbeitet hat, die wiederum auf die Bereichsziele einführen. Und in diesem Unternehmen war es so, OKR ist immer eine Kombination aus Top-Down und Bottom-Up. Das ist genau das, was es so attraktiv macht. Ich nehme alle Ebenen auf ihrer Ebene mit in die Verantwortung. In dem Unternehmen war es so, bis zu diesem Bereich war es Bottom-Up und ab hier, Top-Down und ab hier war es dann Bottom-Up. Und die haben, also was ich da tatsächlich erfahren habe, ist, da ich verschiedene Teams und auch verschiedene Bereiche begleitet habe, war so ein bisschen dieses, was sind eigentlich die Erfolgsfaktoren, die die OKRs in den Teams zum Laufen bringen. Also dass es wirklich dieses gibt, dass die Teams die Verantwortung übernehmen, dass die Teams selber Ziele formulieren und dass sie auch wirklich Lust haben, diese Ziele umzusetzen und daran arbeiten. In dem Unternehmen war es tatsächlich so, die haben mit Scrum gearbeitet und hatten auch dieses, das mit den Stretch Goals ist jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Bei denen war es tatsächlich so, die haben gesagt, wir machen das relativ wenig. Also wir machen nicht 70%, sondern wir sagen, wir setzen Ziele, die wir auch wirklich fast erreichen. Also ich kenne es halt so aus der Praxis so, diese Stretch Goals kommen von Google. Es gibt auch Unternehmen, die machen es anders. Also wenn ich so eine ganz klare Zielerreichung als Fokus habe, dann ist das andere ein totales Gefühl von geht gar nicht. So, ne? Und da gibt es aber viele verschiedene Meinungen zu. Und in dem Team war es dann so, dass in dem Unternehmen war es so, dass die To-Dos, die rausgekommen sind, die wurden dann mit Scrum umgesetzt. Und was ich halt, wie gesagt, mitgenommen habe aus dieser ganzen Einführung, war dieses, was genau ist es denn jetzt eigentlich, warum funktioniert es in einigen Teams super und in anderen geht so. Und was ich gesehen habe in den Teams, die ich begleitet habe, ist, was die Erfolgsfaktoren sind, damit die Umsetzung in den Teams wirklich funktioniert, ist relevante Ziele. Das heißt, so wie jetzt zum Beispiel bei Nordic, diese Jahresziele und die Vision, die sind für alle relevant. Ich kann sagen, ja, ich will die Ziele erreichen, ich finde die sinnvoll. Wenn die nicht sinnvoll sind, dann wird es total schwierig. Dann Gestaltungsspielraum und Autonomie. Das heißt, in dieser Erarbeitung von den Objectives und den Key Results auf der Ebene, wo ich dann selber gestalten darf, da brauche ich tatsächlich die Umsetzungsverantwortung, die muss ich kriegen von meiner Führungskraft. Ich muss aber auch Entscheidungsverantwortung, also ich muss entscheiden dürfen. Kompetenz? Ja, genau. Also ich muss entscheiden dürfen, ich muss in einem bestimmten Rahmen auch wirklich selber Entscheidungen treffen dürfen, das heißt, die Führungskraft muss abgeben. Das ist das, was ganz oft schwierig ist in vielen Unternehmen, dieses wirklich abgeben und sagen, ja, ich glaube euch, dass ihr das umsetzt, dass ihr das schafft. Und dieses mit der Herausforderung tatsächlich zu sagen, es müssen schon Ziele sein, wo ich mich ein bisschen für anstrengen kann, muss, damit ich mir was ausdenke, wie ich da hinkomme. Und das ist das, was Spaß macht. Und das ist tatsächlich im Endeffekt das, was ich gemerkt habe, in den Teams, wo es diesen Drive kriegt, dass es Spaß macht, dass man diese Sachen hat und dass man sich wirklich Sachen ausdeckt und sie umsetzt, in denen klappt es. Das heißt, ein Satz, der jetzt irgendwie gefallen ist, als wir darüber gesprochen haben, war dieses, erfolgreich werden wir, wenn die Teams anfangen zu spielen. Du hast gesagt, Hatto, das ist ein bisschen erstmal ein Widerspruch, wenn man sagt, erfolgreich mit Spielen, aber im Endeffekt ist es das, was ich jetzt nochmal so als Fazit mitgenommen habe, dass das auch das ist, was mich total begeistert in OKRs, wenn ich OKRs irgendwo einführe, dass es diesen Raum aufmacht, wirklich kreativ zu werden und diese Kombination aus, die Leute haben Fähigkeiten, die haben Erfahrungen und die haben bestimmte Sachen, die machen ihnen, da haben sie besonders viel Energie für und bei OKRs könnten sie anfangen, das einzubringen und dann funktioniert es. Also so, das war unser Fazit auch nochmal, als wir da so das vorbereitet haben. Genau, also es ist scheinbar paradox, dass Spielen zum Erfolg führt, aber gleichzeitig ist es auch total logisch und sinnvoll. Ich glaube, das können viele mit ihrer eigenen Erfahrung auch zusammenbringen, dass in dem Moment, wo man in so einen Spielmodus hineinkommt, dann kommt der Spaß und auch die Kreativität und dann kommt der Erfolg auch hinten raus. Und was ich immer wieder
lerne, auch jetzt an diesem Stretchen oder nicht Stretchen, ist ein schönes Beispiel dafür. Es gibt bei OKR nicht das richtig oder falsch. Und damit habe ich mich total unter Druck gesetzt. Ich wollte es immer richtig und richtig machen, aber das gibt es überhaupt nicht. Sondern richtig ist immer nur das, was richtig ist in diesem Moment und für diese Situation und dieses Team. Und ja, das war von daher auch nochmal schön mit dem Stretchen oder nicht. Ja, sind wir fertig, ne? Ja. Die Kanban User Group Hamburg ist eine gemeinnützige Veranstaltung des Agiler Norden e.V. Das Angebot des Vereins, wie ihr unsere Arbeit unterstützen könnt oder Mitglied werdet, erfahrt ihr unter www.agiler-norden.de oder ihr schreibt uns eine E-Mail an info@agiler-norden.de. Klickt jetzt noch schnell auf Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert das Glockensymbol. Ihr werdet dann benachrichtigt, sobald neue Lerninhalte erscheinen. Und das vollständig kostenfrei. Florio fragt, ist diese Vision nicht auch generisch, also wieder universell einsetzbar? Die Frage kommt relativ früh, wo wir noch beim Objective-Teil waren. Die Vision hinter den... ist diese Vision nicht auch generisch, also auch wieder universell einsetzbar? Also kann man OKRs, so verstehst, kann man OKRs halt überall einsetzen. Ich vermute, er bezieht das auf meine Vision, ja, oder? So. Genau. Ich habe direkt einen Impuls dazu. Also Vision, klar, wenn ich sie jetzt so lese als Außenstehender, würde ich sagen, ja klar, das kann man jetzt auch an sonst die Unternehmen dranpacken vielleicht, aber wenn ich sie als Teammitglied lese, verbinde ich damit ganz viele Sachen und damit weiß ich, wie die Frage treffen. Also das heißt, ich habe jetzt so verstanden, die Frage, ob das nicht auch so eine allgemeine Vision ist. Und ich finde sie halt, wenn ich sie von innen betrachte, hat sie halt ganz viele Punkte getroffen, die einfach stimmen. Ja. Wir haben die zweite Frage von Matthias an Hato. Was braucht es alles, um zu so einer reflektierten Betrachtung zu kommen? Da wurde sehr positiv erwähnt, dass du selbst reflektiert auch über die Vergangenheit reden konntest. Was hat dazu geführt? Also wir haben... Wir haben bei uns im Unternehmen so einen kollegialen Coaching-Prozess am Start, sage ich mal. Das ist sehr hilfreich. Das heißt, ich selber bin da sehr offen für, mich auch selber coachen zu lassen. Und mache das teilweise eben auch mit Kollegen. Und wenn es keine Rollenkonflikte gibt mit meiner Rolle als Geschäftsführer, mit einer Kollegin habe ich das gemacht, die hat hauptsächlich extern gearbeitet und wir hatten nicht so viele Berührungspunkte und mit der habe ich diesen Co-Coaching-Prozess gemacht. Die hat mich gecoacht und im Wechsel habe ich sie gecoacht und das war eine sehr gute Unterstützung. Da bin ich jetzt auch gerade an so ein Limit gekommen, wo wir beide gesagt haben, na, jetzt könnte das schon losgehen, dass wir dann doch Rollenkonflikte kriegen. Und ich habe mir jetzt gerade wieder eine externe Coachin gesucht, mit der ich einmal die Woche ein Coaching mache. Und das ist für mich total wichtig für die regelmäßige Selbstreflexion. Also meine Erfahrung ist einfach auch, in dem Moment, wo ich mich traue, mit Dingen nach vorne zu kommen und rauszukommen und zuzugeben, die vielleicht auch ein bisschen unangenehm sind. Also so Dinge, die peinlich sind oder die, wo ich gerade vielleicht nicht in der Glanzsicht stehe, wenn ich bereit bin, das zuzugeben und zu zeigen, das ist der Weg dahin, dass ich diese Dinge verändern kann. In dem Moment, wo ich die nicht zugebe, macht sie eigentlich größer und schlimmer und zur Blockade und zum Problem auch. Und in dem Moment, wo ich auch meine eigenen Schwächen zugehe und sie offen zugehe, blockieren sie mich nicht, sondern sind im Fluss und ermöglichen es auch mir, diese Dinge leichter zu verändern. Cool. Malte Beck fragt, wie lange hat es von der Retro bis zur ausformulierten Vision gebraucht? Ja. Also mit der Schleife über die Zwischenvision, ne? Ja. Manchmal mit den Zwischen. Ja, genau. Ja. Alles klar.
Super. Gut. Caroline Salz. Erfahrungen, Tipps teilen, was man bei der Einführung oder Umsetzung beachten soll, damit sich OKRs nicht zu einem Kontrollmechanismus entwickeln, zum Beispiel Gegenmetriken oder ähnliches. Habt ihr da was? Tipps und Tricks, Erfahrungen, damit es kein Kontrollmechanismus wird? Also das Erste, was mir einfällt, ist halt die Bewertung wieder den Teams zu überlassen. Also das passiert auch in den Weeklies. Also wir haben in den Weeklies, in den Teams, jede Woche hat das Team eine Selbsteinschätzung abgegeben, für wie wahrscheinlich halte ich das, dass wir dieses Ziel erreichen, dieses Key Result erreichen und dieses Objective erreichen. Und allein dadurch entsteht so eine Haltung, dass die Teams wissen, dass sie da selber für verantwortlich sind. Und ich habe auch im Konzernumfeld, das ist tatsächlich, das ist einer der wichtigsten Punkte bei der OKR-Einführung. Also das heißt, dass ich lauter bin. Und da zeige ich aus dem Off. Okay. Das heißt, dass ich festgestellt habe, dass wenn OKRs eingeführt werden, dann ist das einer der wichtigsten Punkte, mit den Führungskräften zu arbeiten, dass es was mit einer Haltung zu tun hat und mit einer Haltungsänderung. Und dass die Einstellung und Haltung, die ich brauche als Führungskraft, wenn ich OKRs einführen will, eben nicht mehr die einer Führungskraft ist, die Ergebnisse pusht und sagt irgendwie, ich muss es kontrollieren, damit ich weiß, dass es funktioniert, sondern die eine Haltung hat, die sagt, ich gehe erstmal davon aus, dass es funktioniert, wenn die Leute sagen, sie können das, dann brauchen sie vielleicht mal eine Unterstützung, aber dann muss ich es nicht kontrollieren, sondern die kontrollieren sich selbst. Also die gucken selber, was klappt nicht, und wenn es nicht klappt, sagen sie mir Bescheid. Und das ist das, was vorneweg passieren muss bei der Einführung, damit das nicht, sonst wird es ein Kontrollmechanismus, also sonst kann es halt schnell als Kontrollmechanismus funktionieren, gelöst werden. Also der Schritt in der Einführung sozusagen. Coaching für die Führungskraft. Ja, das wäre. Mhm. Also das ist tatsächlich das, was ich mittlerweile immer sage, wenn jemand OKRs einführt, das Erste ist Arbeiten mit den Führungskräften. Also erst arbeiten mit Führungskräften, dann arbeitet der Rest. Okay. So, Martin Reichhöher. Wie stark konnte die Teams bei den OKRs wirklich mitgestalten und welcher Anteil war von oben vorgegeben? Zum Beispiel Mitgestaltung bei den Jahreszielen. Doch mal wo? Also hier jetzt, bei uns? Bei uns, die Jahresziele habe ich vorgestellt. Ich habe die vorher ausgearbeitet, weil mir das wichtig war, da auch einen Input zu leisten. Und wir haben sie dann zur Diskussion gestellt und eins der Ziele ist komplett verändert worden. Eins ist rausgeflogen und ein neues ist dazugekommen. Also wir haben 8 Jahresziele und 7 waren von mir und 1 kam komplett vom Team und wir haben die bewertet im Team und priorisiert und da waren die wurden alle mit wie inspirierend ist dieses Ziel mit zwischen 8 und 10 bewertet von 10 und von daher haben wir auch zu allen, auch den Zielen, die ich reingegeben habe, nochmal die Rückmeldung eingeholt, wie sehr passen die für euch. So, also es hätte auch sein können, dass wir die Hälfte der Ziele über Bord werfen, sage ich mal, wenn die anderen jetzt nicht gepasst hätten. Und dann ist aber auch noch durch eine weitere Priorisierung hat stattgefunden, dadurch, dass wir gar nicht an allen Zielen gleichzeitig arbeiten können. Wir haben dann nochmal priorisiert, was machen wir jetzt konkret, und dann kamen 3 raus und das hat komplett das Team entschieden. Dann. Und da gab es auch sogar von dem Coach hinterher Rückfragen, ja, Hatto, hättest du nicht eigentlich lieber die anderen Ziele im Vordergrund gesehen? Und da habe ich komplett gesagt, nee, das Team hat entschieden, die 3, und da stehe ich jetzt zu und das finde ich richtig. Okay. Florio hat noch eine Frage, und zwar, wie verhindert man bei mehrstufigen OKR-Systemen in großen Unternehmen, dass die Ziele, die oben definiert werden, nicht durch die verschiedenen Stufen verwässert werden, beziehungsweise komplett abgewandelt werden? Genau, dann musst du noch mal ein bisschen lauter. Das würde ich. Muss ich noch lauter reden? Ja. So etwa? Ja, du kannst ruhig reinschreiben, ob das geht. Okay.
Also erstmal, ja, das passiert, wenn es schlecht läuft. Was dagegen hilft, ist tatsächlich, dass ich hier bei den Bereichs-OKRs habe ich die Führungsebenen, da sind die Führungskräfte aus den Teams dabei und die Bereichsleiter. Und in den Teams selber sind ja bei den Trainings die Führungskräfte mit dabei, die vorher bei den Bereichs-OKRs mit dabei waren. Die sind da als Stakeholder und als Sparringspartner. Das heißt, tatsächlich entwickeln die Teams zwar die OKRs, die Objectives und die Key Results, und es gibt aber ein Sparring mit der Führungskraft, zahlt das eigentlich auf das Jahresziel ein? Ist es eigentlich, ist das jetzt eigentlich das Wichtigste und wie priorisieren wir das? Und je nach Unternehmen ist tatsächlich diese Steuerung an diesem Punkt durch die Führungskräfte, wie ist die Priorisierung, wer hat eigentlich welchen Überblick, unterschiedlich stark. Also das ist immer so eine Gratwanderung zwischen, wer kann eigentlich genau sagen, welche Ziele müssen jetzt sein, wie viel kann das Team selber machen, wie weit ist das Unternehmen und ja, wie kriegt man da so eine Kombination raus hin. War das verständlich? Stimmt. Ich kontrolliere. Wichtig ist dabei auch nochmal die Transparenz der Ziele. Also das ist halt ein Riesenunterschied zu den Zielsystemen, die in den meisten Unternehmen hier in Deutschland immer noch gelebt werden, mit irgendwie, ich erzähle dir heimlich deine Mitarbeiterjahresziele und die darfst du niemandem anders sagen, weil daran ist auch noch dein Bonus gekoppelt und du sollst auch nicht wissen, dass sich deine Ziele widersprechen mit den Zielen, die ich dem anderen Teamleiter gebe. So, ne? Das macht völlig unnötig, wirre Kämpfe auf und legt ganze Unternehmen lahm und macht sie unagil. Also dieses Zielführungssystem ist einfach definitiv überholt und OKR setzt dagegen Transparenz. Ja. Und auch die Ziele sind für alle transparent. Auch die von ganz oben kommen, sind für alle transparent und jeder kann auf jeder Ebene seine eigenen Tasks daran messen, ob sie auf die Unternehmensziele einzahlen. Ja, das ist genau. Okay. Es gab noch mal eine kurze Rückfrage von Caroline Salz, auch wenn sie die gar nicht hören möchte. Ich würde es aber gerne mit reinschmeißen auf eben. Also die Frage, die vorher war, heißt das am Ende, dass es einen zwingend einen passenden Führungsstil für OKRs braucht? Einen passenden? Ja, den passenden Führungsstil. Oder ob es einen passenden Führungsstil gibt für OKRs? Also ich ja, also aus meiner Erfahrung braucht es halt das, was Hatto ganz klar gesagt hat, es braucht von der Führungskraft die Bereitschaft, nicht mehr ins Mikromanagement zu gehen, sondern wirklich zu sagen, was, also Objective, also hier als Jahresziel, was wollen wir, wo wollen wir hin und wie kommen wir dahin und was genau machen wir, um dahin zu kommen, das entscheiden die Teams und da muss ich loslassen. Das heißt, ich muss als Führungsstil loslassen und die anderen vertrauen, auch darauf vertrauen, dass die anderen das können, was sie sagen. Was würdest du noch ergänzen? Ich habe auch von ein paar anderen OKR-Beratern gehört, dass so ungefähr 20% der Führungskräfte aussteigen. Und das deckt sich ein bisschen mit meiner Erfahrung aus alten Scrum-Einführungen, wo ich auch so festgestellt habe, ungefähr 20% der Leute verlassen die Teams, weil sie feststellen, das ist nicht das, wie ich arbeiten will. Und das bedingt sich einfach immer. Wenn man sich für eine bestimmte Arbeitsweise entscheidet, dann ist die für manche passend und für andere nicht. Und für den es nicht passt, der muss dann woanders hingehen. Und dafür kommen andere Leute wieder. Also so, man muss da auch einfach ein bisschen Mut zur Veränderung haben und darauf vertrauen, dass es sich lebendig löst. Und das passiert nicht nur mit den Führungskräften, das passiert auch mit den Teammitgliedern. Also es gibt auch immer eine Anzahl von Teammitgliedern, die sagen, so will ich überhaupt nicht arbeiten. Ich will einfach, dass mir jemand sagt, was ich mache, dann will ich das abarbeiten und dann will ich nach Hause gehen. Und wenn ich aber, ja, und wenn ich das einführe und sage, ja, ihr müsst aber jetzt quasi selber die Ziele umsetzen und müsst euch überlegen, was macht ihr und das macht ihr eigenverantwortlich und ihr müsst euch selber steuern zum Teil, dann sagen einige, ja, aber dafür werde ich gar nicht bezahlt. Jetzt übernehme ich ja Führungsaufgaben, kriege ich dann auch mehr Geld? Also so diese Haltung von, ich will das überhaupt nicht. Ich will einfach nur, dass mir jemand sagt, was ich tun soll und das mache ich. Also das, und ich finde das auch, das ist auch okay.
Aber irgendwann kommt man auch da an den Punkt, wo man sagt, okay, wir haben uns jetzt als Unternehmen entschieden, wir machen das und das passt nicht mehr. Mhm. Das hat für mich noch einen anderen Aspekt, nämlich nicht nur die sozusagen das, die Verpflichtung, einen bestimmten Führungsstil leben zu können, sondern man kann das auch positiv sehen, nämlich das kann Führungskräften eben auch klarere Aufgaben geben. Gerade in der Zeit der agilen Transitionen sind halt viele Führungskräfte auch ängstlich und ratlos, weil sie denken, ja toll, fachliche Führung machen jetzt die Product Owner, mit Prozessen soll ich mich auch nicht mehr beschäftigen, das machen jetzt die Agile Coaches und Scrum Master und ich darf jetzt hier vielleicht noch disziplinarisch führen, aber irgendwie habe ich doch noch die ganze fachliche Verantwortung. Also im Moment sind die Führungskräfte in den mittleren Führungsebenen, in vielen Konzernen haben die echt Arschkarten und mit vielen möchte ich nicht tauschen. Und das OKR bietet da auch klare Ideen, wie sich die Rolle einer Führungskraft neu gestalten lässt, was deren Aufgaben und Verantwortlichkeiten ist, wo sie wirklich Sinn stiften können fürs Unternehmen. Und das finde ich total attraktiv in dem ganzen Zusammenhang agiler Transition. Cool. So, jetzt springen wir wieder in die Fragen rein. Martin Fritz möchte wissen, habt ihr die Jahresziele auch als OKRs formuliert? Nee, die haben wir als MOLs formuliert, also Midterm Goals. Das ist ein Begriff, den haben die Agilen geprägt. Die sind ist ein Beratungsunternehmen, die mit ihrer Methode hier, die auch ja, viel sehr präsent sind. Und die haben diesen Begriff der MOLs geprägt, Midterm Goals. Ich mochte den, deshalb haben wir den verwendet. Sehr schön. So, Kansel Sörgens. Hey, hallo Kansel. Im Fall von dem Konzern, über den ihr auch berichtet habt, fand OKR-Planning für alle Teams gleichzeitig statt? War die Iterationslänge für das gesamte Unternehmen gleich? Und hat man die Reviews und Retros mit allen zusammen gemacht? Okay. Ich fange nochmal vorne an. Erste Frage. Fand OKR-Planning für alle Teams gleichzeitig statt? Wir haben, da wir teilweise Teamleads hatten, die in zwei Teams waren, noch lauter oder geht? Ja. Mussten wir das teilweise tatsächlich versetzt machen, weil es musste ja, also wir hatten Agile Coaches, die waren in mehreren Teams und Teamleads, die waren in mehreren Teams. Das heißt, wir mussten es so versetzt machen, dass wir die Teams begleiten konnten und dass alle da sind, die das machen müssen. Ansonsten hätte es parallel stattfinden können. Wir haben es also gezogen über einen Zeitraum von, ich glaube, es waren 4 Wochen tatsächlich. Also der ganze Prozess hat sich sozusagen über einen längeren Zeitraum, nee, es waren 2 Wochen, 2 Wochen gestreckt. Ja. Und das heißt, wir mussten das ein bisschen ziehen. Nächste Frage. Okay. War die Iterationslänge für das gesamte Unternehmen gleich? Ja. Also wir hatten, die Iterationen waren immer 3 Monate und wir hatten halt diesen Zeitraum von 2 Wochen, wo die, also die einen hatten dann quasi ein bisschen länger und die anderen ein bisschen kürzer, je nachdem, wann das Team dran gekommen ist. Und die dritte war, hat man die Reviews und Retros mit allen zusammen gemacht? Das war tatsächlich eine Frage, die wir uns auch gestellt haben und wir haben verschiedene Sachen ausprobiert. In der ersten Iteration haben die Reviews in den Teams stattgefunden, also jedes Team hat eine Review für sich alleine gemacht. Dann war aber klar, diese Transparenz und auch dieses, dass die voneinander ganz viel lernen können, was funktioniert bei uns, was funktioniert bei euch, dass wir das damit nicht hinkriegen. Dann haben wir in der nächsten Iteration, haben die wollten die Review öffentlich gemacht. Die haben einfach gesagt, wir machen jetzt Review und haben alle anderen eingeladen. Und das heißt, alle anderen Teams konnten da hingucken und kommen und sich die Review angucken. Und das von denen, die es gemacht haben, war die Rückmeldung total super. Super Input, lernt man total viel voneinander und macht viel mehr Spaß, weil man kriegt tatsächlich für das, was man geschaffen hat, die Rückmeldung, ey geil, das habt ihr umgesetzt, das ist ja richtig cool. Also das ist noch mehr von dieses Erfolgserlebnis und ja, wir haben richtig was geschafft. Und darum haben wir jetzt für die nächste Iteration angedacht, dass alle das öffentlich machen. Und dass man dann eventuell auch einfach mal quasi eine ganz große Review macht, wo das heißt, die Teams laden nicht ein, sondern man macht das ganz offiziell. Das hat aber noch nicht stattgefunden. Also das ist quasi noch im Prozess. Aber generell war das Learning, es macht total Sinn, die Review nicht nur für das kleine Team zu machen. Und die Retros haben in den Teams jeweils stattgefunden. Und dann gab es aber eine übergreifende Retro für die Bereichsebene, um die Learnings aus den verschiedenen Teams wieder zusammenzukriegen.
Also das ist auch was, was sich so entwickelt. Ein Doing, wo man einfach Sachen ausprobiert. Caroline Salz möchte noch mal wissen, erfolgreiche OKRs, wie genau habt ihr definiert bzw. gemessen, dass das Vorgehen OKR erfolgreich ist? Bei Nordec? Also für uns bei Nordec kann ich das noch nicht sagen, weil wir haben erst den ersten Zyklus durch und man sagt grundsätzlich, man braucht 3 Zyklen, um da überhaupt irgendwie reinzukommen und einen Rhythmus zu finden. Am Anfang habe ich gedacht, oh, wir sind so geil, wir schaffen das bestimmt schneller, aber was soll der Geiz? Also auch wir lernen und wichtig ist eher die Offenheit dafür zu lernen und sich die Zeit abzulassen. Also ich kann das nicht abschließend bewerten und ich habe auch immer mal wieder Zweifel. Ja, also in dem Unternehmen, von dem ich jetzt erzählt habe, waren die auch in der 3. Iteration jetzt und haben tatsächlich das auch noch nicht gemessen, ob das jetzt sozusagen den Output erhöht oder die Effektivität oder die Effizienz. Florian Schmidt fragt, wie laufen Weekly, Review und Retro ab? Ganz grob. Wie immer. Ja, also gibt es Unterschiede, gibt es Veränderungen jetzt dadurch, dass mit OKRs gehandhabt wurde? Also das Weekly hat einen ganz klaren Fokus nur auf die Frage, wie optimistisch sind wir, dass wir dieses Key-Result umgesetzt bekommen. Und was sind Hindernisse? Das ist immer noch so eine klassische Frage. Aber das ist kein Abstimmungskoordinationsmeeting oder schon gar nicht Arbeitsmeeting. Und das mussten wir auch erstmal lernen, sage ich mal. Unser OKR-Master, also einer, der jetzt auch nicht hier ist, ist intern unser OKR-Master. Der hat uns da schon immer auch zurechtweisen müssen, dass wir wirklich nur uns auf das konzentrieren und unsere Arbeitsthemen woanders hinlagern. Das ist wirklich nur ein Status-Meeting, das Weekly. Und Review und Retro sind, also wenn ich es aus anderen Kontexten kenne, also jetzt von Scrum zum Beispiel, sind Review und Retros sind vom Ablauf her genauso, nur dass der Fokus halt auf dem OKR-Prozess liegt und nicht auf dem allgemeinen Arbeitsprozess. Also was wir noch gar nicht gesagt haben, ist auch, dass ich nicht zwangsläufig alles mit OKRs umsetze. Also es kann gut sein, es gibt einen OKR-Prozess und es gibt noch das Tagesgeschäft, was in einem anderen Rahmen läuft. Also das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was die Teams machen. Also so, das heißt, dass ich dann aber die OKR-Review und die OKR-Retro nur auf diesen Bereich beziehen, der auch in den OKRs stattfindet. Boah, da können Leute kommentieren. Erstmal sehr viel positives Feedback, das gefällt den Leuten. Fühlen sich wie, als wären sie mit hier dabei, das kommt ganz gut an. Chanzelle hat noch eine Frage, und zwar nochmal im Fall vom Konzern. War Alignment zwischen den Teams, Bereichen notwendig? Und wenn ja, wie hat man das gemacht? Notwendig wofür? Damit es funktioniert, ja, wahrscheinlich. Meinst du? Ja. Teilweise sind die Bereiche so unterschiedlich und auch die Teams haben so unterschiedliche Arbeitsbereiche, dass es tatsächlich für die Umsetzung nicht unbedingt notwendig war. Aber was ich halt, wie gesagt, rausgestellt habe, war, dass es für den Lernprozess, nämlich wie funktioniert das am besten, dass es dafür super hilfreich war. Also das waren halt teilweise sehr unterschiedliche Teams. Also wenn ich ein Team habe, was Controlling macht und ein Team habe, was, wie heißt das jetzt, was anderes macht, was nicht Controlling ist, sondern was ganz anderes, dann brauchen die kein Alignment in den Sachen, die sie machen, aber sie können sich darüber abstimmen, was funktioniert bei uns, was funktioniert bei euch. Okay. Sebastian Eichner, auch gesehen, gesehener Gast in einem physischen Treffen, hat auch eine Frage. Wie wird in dem Konzern mit der Differenz zwischen Ziel und Zielerreichung umgegangen? Wird das irgendwo besprochen, beziehungsweise wie halten Sie die Differenz aus Bewertung und Karriere raus? Das ist immer super heikel. Ich kann jetzt nur von den Teams, die ich begleitet habe, sagen, dass es da auch wieder an der Führungskraft hängt. Also wie groß ist das Vertrauen der Teammitglieder, dass das tatsächlich so passiert, wie angekündigt, nämlich dass die Zielerreichung nicht zu 100% erreicht werden muss und dass ich davon ausgehe, also dass quasi, wenn ich eine Review mache, es vor allem darum geht, rauszufinden, okay, wir haben das Ziel nicht erreicht. Warum? Also es hat auch ganz viel mit Fehlerkultur zu tun. Also ob ich sage,
wir haben es nicht erreicht, da ist was falsch gelaufen, du bist schuld und das dann irgendwo mit reinnehme, oder ob ich sage, wir haben es nicht erreicht, da ist was falsch gelaufen, warum ist es denn falsch gelaufen, was machen wir denn nächstes Mal anders? Kann ja sein, das Ziel war viel zu ambitioniert. Kann auch gut sein, das Know-how war viel zu wenig. Also das heißt, die Leute, die das machen sollten, hatten eigentlich viel zu wenig Know-how, die konnten das überhaupt nicht umsetzen. Kann auch, was auch immer wieder ist, ist, das Tagesgeschäft hat alles andere überlagert. Das heißt, Sachen, die gemacht werden müssen, damit das Tagesgeschäft läuft, haben sie rausgekickt. Also das sind immer so viele Sachen, dass man eigentlich gar nicht sagen kann, du bist jetzt schuld. Und deswegen wieder dieses, für mich hängt es einfach daran, inwieweit ist es glaubwürdig, dass die Führungskraft ihre Haltung so sieht, dass ihre Aufgabe sozusagen ist, rauszufinden mit dem Team zusammen, was ist falsch gelaufen und was müssen wir nächstes Mal anders machen, damit es funktioniert. Für mich stellt sich das eigentlich ein bisschen anders dar, weil es kann auch daran liegen, dass es jetzt eine ganz andere Situation ist bei uns im Unternehmen. Ich habe mehr so Herausforderungen erlebt, dass wenn man die Ziele nicht erreicht hat, dann im Team die Motivation, dass es eine Herausforderung ist, im Team die Motivation hochzuhalten und selber wertschätzen zu können, was man ja trotzdem erreicht hat. Also so das ist mir bei der letzten Review aufgefallen. Das war sehr gut, dass da auch jemand von außen da war, der gesagt hat, so, okay, ihr habt jetzt nicht das geschafft, was ihr euch vorgenommen habt, aber guckt doch mal, was ihr geschafft habt. Und das ist eher so was, wo so die eigenen Bewertungsmechanismen einem eher eine Falle stellen. Habe ich den Eindruck, dass viele, auch Teammitglieder, auch gerade engagierte Teammitglieder, da sehr selbstkritisch sind und dann demotiviert sind, wenn sie diese Stretch-Ziele nicht erreichen. Und ein anderes Phänomen, was ich erlebt habe, was ich auch aus Scrum-Einführungen kenne, wenn Scrum neu eingeführt wird, dass manche Dinge auch, also die Teams liefern ja gemeinsam und dadurch wird transparenter, wenn bestimmte Leute nicht so liefern können wie andere. Und das führt natürlich zu sozialen Spannungen innerhalb der Teams und auch zu Konflikten, weil Dinge auf einmal auftreten und dadurch entsteht auch sozialer Druck. Und das ist auch ein Grund dafür, dass Leute gehen oder dass Leute aus Teams rausgehen, weil das ist jetzt bei uns noch nicht so passiert, aber so, ich habe schon so Dinge in diese Richtung wahrgenommen hinter den Kulissen, wo ich gedacht habe, oha, ja okay, da geht es jetzt immer mal zur Sache. So, mhm. Und das gehört eben auch dazu, dass man dann irgendwie eine offene Fehlerkultur und Konfliktkultur hat und mit sowas umgehen kann und dann guckt, was daraus wird. Ne? Entweder ist das was man dann akzeptieren kann oder auf einer individuellen Ebene lösen kann oder was sich dadurch löst, dass sich auch die Teams anders konstellieren. Ihr habt es gerade so angeguckt und gelächelt. Hattet ihr da einen konkreten Fall? Ich habe jetzt innerlich einfach an die Teams in dem Konzern gedacht und dachte so, ja klar, genau, das passiert. Also das wird halt, also du kriegst halt mit, wer, wenn es um die Umsetzung geht, wer übernimmt To-Dos, wer übernimmt wie viel To-Dos, wer übernimmt gar keine To-Dos, wer setzt die To-Dos um, welche Teams bilden sich da, die das dann umsetzen und dann eine Methode zu finden, um deutlich zu machen, woran liegt es eigentlich jetzt, wer was macht, also um da das, was du jetzt gesagt hast, nicht aufkommen zu lassen, also um nicht aufkommen zu lassen, dass da diese Spannungen entstehen. Und da ist für mich das, was tatsächlich dann wichtig ist, ist es nicht unter den Teppich zu kehren, sondern es anzusprechen. Also es dann aufs Tablett zu packen, auf den Tisch zu packen und zu sagen, das geht hier gerade in die Richtung, was ist eigentlich los, was machen wir denn jetzt? Und ich habe da jetzt keine Lösung, die ich so aus der Tasche ziehen kann, das hängt halt komplett von der Situation ab, weil dann ist es einfach nur wichtig, das zu benennen und damit zu arbeiten. Mhm. Mhm. So, wir gehen in die letzten 15 Minuten rein. Ein paar Fragen haben wir tatsächlich noch. Lorenz Elsner, wie geht ihr mit dem Einwand um, mehr Verantwortung bedeutet auch gleichzeitig höheres Gehalt? Ja. Das kam also schon. Das kommt regelmäßig. Also das kommt halt regelmäßig, dieser Einwand zu sagen, wenn ich jetzt quasi Führungsaufgaben übernehme, dann müsste ich dafür jetzt ja auch mehr Geld kriegen.
Also, wenn ich es jetzt aus meiner Sicht sehe, dann irritiert mich das immer erstmal total, weil ich eine völlig andere Haltung habe. Ich habe halt eher das Gefühl, die Arbeit macht doch viel mehr Spaß, wenn ich irgendwie mehr entscheiden und mehr machen kann. Aber das ist ja meine persönliche Haltung. Und bei dem anderen war es jetzt in dem einen Konzern, wo ich war, war einfach total klar, das ist jetzt die neue Art zu arbeiten. Das ist, das steht nicht zur Diskussion. Also es war sozusagen einfach eine Ansage. So. Also und hier bei uns ist es nicht passiert. Also ich habe es auf jeden Fall nicht gehört. Nee, das ist so, auch, das, wir haben ja auch den Anspruch, ein selbstorganisiertes Unternehmen zu sein. Von daher, wenn da jemand jetzt sagen würde, er will mehr Geld, weil er sich selbst organisieren darf, das wäre sehr schräg. Ja, genau. Okay. Martin Fritz fragt, habt ihr denn explizite Ziele für die OKR-Einführung definiert, also OKR auf der Metaebene? Wir haben das mal begonnen, also auch der Externe, der mit mir die Sachen erarbeitet hat, wir haben innerhalb des Prozesses haben wir für uns selber auch OKRs formuliert. Ja, das war aber jetzt für mich nicht so wesentlich, muss ich zugeben. Ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Das heißt, auf der Ebene, ob wir definiert haben, warum wir überhaupt OKRs einführen und was wir damit erreichen wollen? Also ob ihr auf der übergreifenden Ebene für die Einführung von OKRs selber OKRs definiert habt. Also habt ihr Objectives für die Einführung von OKRs im Unternehmen gehabt? Nein. Nein. Chancel ist noch einmal da. Frage zu OKR-Events. Wie groß waren denn die Veranstaltungen in dem Konzern? Wie lange dauerten sie? Wir haben die Teamworkshops waren durchschnittlich maximal, ich glaube das größte waren 20 Teilnehmer in den Teams und wir haben tatsächlich, müssen Sie sich mal kurz überlegen, also wir haben dann nach der zweiten Iteration haben wir das nicht mehr an einem Tag gemacht, sondern wir haben einen Tag Retro und Review gemacht, die waren jeweils 2 Stunden und am zweiten Tag haben wir das Planning gemacht und das war im Schnitt 6 Stunden. Okay. Und genau. Markus Lorenz, wie balanciert ihr Tagesgeschäft und OKR-Arbeit? Ja. Sehr gute Frage. Das ist tatsächlich, wir haben es jetzt, also an einem Beispiel, in einem Unternehmen, wo ich war, da haben sie es so gemacht, also da haben wir es dann so gemacht, dass da war ganz klar, Tagesgeschäft geht vor im Sinne von das, was uns am Leben erhält, im Sinne von das Geld reinbringt, muss passieren. Und dann braucht es aber Raum, um die Weiterentwicklung hinzubekommen. Und da war es tatsächlich so, dass wir in einem Planning, also wir haben dann wir haben das umgesetzt in Scrum, immer im 4-Wochen-Zyklus, dass die tatsächlich im Planning dass sie vor dem Planning geschätzt haben, wie viel Prozent meiner Arbeitszeit kann ich eigentlich im Moment für OKRs aufwenden. Das haben wir mit einer Stundenzahl quasi gekoppelt und dann konnte man im Endeffekt sehen, wie viele Stunden haben eigentlich die einzelnen Zeit, um überhaupt Tickets zu ziehen. Also es war quasi so ein bisschen so ein Schätzen, wie viel Zeit habe ich eigentlich im nächsten Sprint für OKR. Und es waren auch tatsächlich immer mal welche dabei, die gesagt haben, diese 4 Wochen, ich bin raus. Ich kann gar nicht. Ich habe ein Projekt, das läuft. Und bei uns ist es ja genauso. Also, dass wir sagen, die beim Kunden komplett sind und tatsächlich ein Projekt haben, wo sie 5 Tage die Woche voll sind, können sich nicht an OKR beteiligen. Mhm. Also, das ist immer dieses Abwägen. Und auch zu gucken, verkaufe ich die Leute voll, wenn ich eigentlich will, dass sie bei Nordic auch mitarbeiten können. Das ist dann halt immer so eine Abwägung, ne? Also das machst du ja auch oder machen wir ja auch zu sagen, wenn wir alle voll verkaufen, dann können die ja bei uns gar nicht mehr mitarbeiten. Ja. So, wir nähern uns jetzt hier gerade noch 2 Fragen. Caroline Salz nochmal. Bezüglich Kanban und Transparenz. Wo und wie erkennt man auf euren Kanban-Boards die OKRs bzw. den Fortschritt der Ziele erreichen? Soll ich das zeigen? Könnte ich relativ nix. Dadurch, dass wir jetzt kurz vor dem lass mich das einmal offen, wenn du es kurz beschreibst und wir laden es einfach als Foto dann im Nachgang nochmal auf Meetup hoch, dass die Leute nochmal sehen, was du gerade erzählst.
Also wir haben ein Jira-Board für alle OKRs. Das teilt sich auf an die verschiedenen Jahresziele. Also die Moles haben wir benannt, von Mole 1 bis Mole 8. Und jedes Mole hat eine eigene Swimlane, sodass man dann, und in jedem Mole arbeitet quasi ein Team an den OKRs. Und so hat jedes Team dann eine eigene Lane und zieht die Dinge dann in Progress oder auf Done. Da kann man so grob den Fortschritt erkennen. Und dann dokumentieren wir immer noch die Ergebnisse und Zwischenergebnisse in Confluence, wo wir die Key Results aufgelistet haben und zu jedem Key Results in der Tabelle, ja, im Weekly diese Einschätzung abgeben. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Ziel erreichen, ist jetzt bei 5 von 10, 6 von 10, 9 von 10. Das sollte eigentlich im Laufe des OKR-Prozesses steigen, bis du am Schluss bei 10 von 10 bist, idealerweise, mit voller Zuversicht. Aber da kann man dann auch schön zwischendurch schon sehen, wenn man merkt, so, na, okay, wir treffen uns nicht, das Tagesgeschäft fällt uns auf die Füße, Corona kommt hier und da, dann fängt man halt an zu sagen, okay, ja, wahrscheinlich erreichen wir das nicht, und dann bist du irgendwann halt mal bei 0 von 10 und sagst, wir sagen das ab. So, wir kommen zur letzten Frage. Chanzel macht den Abschluss heute. Wie kritisch seht ihr es, wenn ein OKR nicht messbar ist oder wie ein Meilenstein? Also die. Ja, genau. Ja. Also, ja. Dann ist es kein OKR. Genau. Okay, ne, wenn bei Hartz bei Obers fehlt, ist es halt kein Wasserinfo. Ja. Okay. Super. Vielen Dank euch beiden. Schön, dass wir das gemacht haben zum ersten Mal. Können wir einmal die Kamera auf mich so? Ich versuche mich auch mal wieder besser hinzusetzen, dass man mein Bauch nicht so sieht. Schön, dass ihr durchgehalten habt. Wir haben immer noch 46 Leute hier. Es sind schon ein paar ausgestiegen, aber alle, die uns auch schon mal physisch besucht haben, wissen ja, dass wir sehr pünktlich sind hier in der Kanban-Welt. Das ist auch, wie angesagt, im Anschluss. Vielen Dank auf jeden Fall an Hato und an Jascha. Schön, dass wir teilhaben durften an diesem intensiven Austausch. Wunderbar. Wir werden ja auch die Materialien im Nachgang noch bei Meetup hochladen. Das Ganze wird ja dann auch nochmal geschnitten und reingepackt. Kommt im Laufe des Jahres dann nochmal als detailliertere Version, dann auch in höherer Auflösung. Den Stream lassen wir für euch zum späteren Nachschauen und auch zum Weiterleiten an Freunde, Kollegen und Verwandte noch eine Weile lang auf YouTube stehen. Vielen Dank auch an Matthias in unserem Studio in Volksdorf für das Community Management und das Mitschreiben der Fragen. Danke. Danke auch an Per, an unseren fleißigen Kameramann, und an Stefan, den hat man noch gar nicht gesehen, aber er ist auch als Unterstützung hier, hat aufbauen geholfen und alles Mögliche. Danke, dass ihr so lange mit dabei wart. Mir hat es Spaß gemacht. Ich sehe an den lächelnden Gesichtern, den anderen hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn es euch nur ein bisschen gefallen hat, lasst ein Like da, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Abonniert unseren Kanal. Wir werden sowas wahrscheinlich wieder machen, wenn ihr uns das entsprechende Feedback gebt. Das heißt, wenn ihr Ideen, Wünsche, Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare, schreibt uns direkt auch auf Meetup oder sonst wo an auf den üblichen Kanälen oder persönlich, was aktuell ein bisschen schwieriger wird, aber irgendwann werden wir auch wieder rauskommen. Und wenn ihr selber eine Idee habt oder sogar eine Geschichte, die ihr teilen wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen und dann kommen wir auch gerne mal zu euch. Ansonsten sehen wir uns geplant in 2 Monaten in der Kooperation mit dem, und jetzt verhaue ich den Namen, es geht um Wordly Maps, aber es ist das Business Strategy Mapping Meetup, oder? Ja, war das richtig? Ich weiß es gar nicht. Matthias wird es korrigieren. Ihr findet es auf jeden Fall auf Meetup, wenn ihr uns beitretet, beziehungsweise werden wir es auch hier dann auf YouTube announcen. Bis dahin vielen Dank. Ich versuche hier noch die Technik soweit, den Ausschmeißer reinzumachen. Schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal.